Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du 2021 noch ein erfolgreiches T-Shirt-Business aufbauen kannst. Ob es sich noch lohnt, und anhand des Titels kann man es ja schon ein bisschen erraten. Ja, es lohnt sich, aber wie muss man jetzt vorgehen? Denn es funktioniert nicht mehr alles so wie früher. Man muss einfach sich auf ein paar Dinge konzentrieren oder ein paar Dinge neu wissen. Aber dann kann man damit immer noch gutes Geld verdienen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Umsetzung rein. Ja, der Hauptgrund, warum eigentlich dieses Jahr das T-Shirt-Business auch nach wie vor gut funktioniert und auch in den nächsten Jahren noch sehr gut funktionieren wird, ist eigentlich der Branchenprimus Merch bei Amazon. Das ist nun mal die Plattform, wo wir unsere T-Shirts hochladen wollen, wo wir schnell in den Tiers hochkommen wollen. Also am Anfang können wir ja nur 10 T-Shirt-Designs oder Designs generell uploaden, müssen dann eben uns durch Verkäufe nach oben arbeiten, dass wir dann eben in Tier 25 und so weiter kommen. Bis dann Tier 500 und noch weiter. Und das ist natürlich das absolute Ziel, ja, weil der Amazon weiß natürlich, es ist unglaublich wertvoll, auf dieser Plattform zu sein als Designer, weil der Amazon hat so viel Traffic, wenn wir da kostenlos quasi angezeigt werden als Designer, als unsere Designs werden kostenlos angezeigt für Menschen, die es kaufen wollen. Das ist für uns unglaublich wertvoll. Und deswegen limitiert Amazon auch einfach seine Designer ein bisschen, dass einfach nicht hier Hinz und Kunst drauf können, sondern schon auch Qualität sich durchsetzt. Und deswegen immer konzentrieren auf Merch bei Amazon. Das ist die Priorität Nummer 1 im T-Shirt-Business. Und warum es eben so erfolgreich ist und warum es deswegen auch dieses Jahr jetzt wieder so hochkommt und auch die nächsten Jahre noch erfolgreicher sein wird, liegt einfach daran, dass Amazon seine Marktplätze erweitert in verschiedene europäische und auch internationale, weit international über Europa hinaus Marktplätze. Also es gibt immer wieder neue Länder, neue Marktplätze, die aufgemacht werden, sowohl in Europa als auch auf der gesamten Welt mittlerweile. Das heißt, Amazon kriegt noch mehr hunderttausend Millionen von Leuten neu auf die Plattform, neue interessierte T-Shirt-Nutzer auf diese Plattform. Und die Leute, das heißt, wir haben immer mehr Möglichkeiten, den Leuten auf der Welt unsere Designs zu verkaufen. Und deswegen, da Amazon so rührig ist und das Ganze so aufbaut, werden wir noch lange sehr viel Spaß haben in unserem T-Shirt-Business. Und deswegen absolut empfehlenswert, Amazon sich darauf konzentrieren, möglichst in den Tierschnitt hochgehen. Und dann ist man da auf jeden Fall schon mal sehr gut aufgestellt. Was wichtig ist eben auch, dass das Thema Content Recycling nicht vernachlässigt wird. Das war früher das Hauptthema im T-Shirt-Business, ja, also wir haben ein Design gebaut, designt und dann haben wir es auf ganz vielen verschiedenen Plattformen hochgeladen. Das sollte man auch immer noch machen, aber dann bitte dran denken, gerade auf Amazon MBA sollten wir nur unsere Winner-Products eigentlich hochladen, also am besten Designs, die sich auf anderen Plattformen schon verkauft haben, weil wir dort einfach die beste Qualität leisten müssen und wir haben ja auch eine beschränkte Auswahl. Auf den anderen Plattformen können wir meistens so viel hochladen, wie wir möchten. Da können wir auch die Massenstrategie noch verfolgen und das finde ich auch richtig und wichtig, dass man sagt, okay, ganz viel Content produzieren, ganz viele Designs produzieren auf der anderen Plattform, die Winner Products nehmen und auf Amazon laden, dort in den Tiers aufsteigen und dann immer mehr auch da hochladen, aber die Winner Products hat man schon und hat auch schon die Daten. Und das ist für Amazon total wertvoll, wenn man schon weiß, okay, das verkauft sich, das kann ich auf Amazon jetzt hochladen, weil das wollen die Leute. Ja, deswegen also nach wie vor auch Massenstrategie, aber sie ist nicht mehr die Nummer 1 Strategie wie früher. Wie gesagt, die Plattform, ich habe mal 6 davon rausgesucht, es gibt noch unzählige andere Plattformen, wo ihr eben die T-Shirt-Designs hochladen könnt. Spreadshirt ist eine der bekanntesten, hat jetzt im letzten Jahr war es, glaube ich, als sie umgestellt hatten, haben so ein bisschen Shitstorm bekommen, also die Vergütungsoption für die Designer umgestellt haben. Habe auch einige gesehen und mit einigen gesprochen, die haben recht große Einbuße gehabt in dem Ganzen, da gab es sehr geteilte Meinungen. Haben sie sich, glaube ich, unterm Strich nicht den größten Gefallen mitgetan, aber es ist nach wie vor eine Plattform, wo wir Geld verdienen, wenn wir unsere Designs hochladen. Es ist keine Plattform, auf die wir uns hauptsächlich konzentrieren. Die wird nicht den Haupteinkommensstrom ausmachen, aber sie macht einen Einkommensstrom aus, wenn wir das T-Shirt-Design-Business aufbauen wollen. Deswegen einfach nutzen und eben auch andere nutzen, wie zum Beispiel Shirty, die ist relativ bekannt, die Plattform in dem ganzen Bereich, was dann natürlich auch durch Corona noch dazugekommen ist. Mund-Nasen-Maskenschutz. Immer wieder etwas, was auch designt werden kann und sich natürlich auch gut verkauft in den heutigen Zeiten. Dann haben wir Redbubble. Das ist eine Plattform, die ist im amerikanischen Raum ein bisschen bekannter, aber auch europäische Designer nutzen das immer mehr. Ich finde die auch sehr cool, die Plattform. Da kann man auf jeden Fall auch gute Sales mit generieren, auch nicht nur mit T-Shirts, auch mit sehr vielen anderen Produkten. Teespring wäre noch eine, die man nennen könnte. Auch sehr ähnlich. Dann haben wir Printful. Was bei Printful ganz interessant ist, wenn man mal ein bisschen noch weitergehen möchte, sich noch weiter ausprobieren möchte in diesem ganzen T-Shirt-Komplex, dann kann man zum Beispiel hier relativ coole Integration finden mit dem Shopify-Store.
wo man sagt, okay, ich sorge jetzt für eigenen Traffic durch Marketing auf meinen Shopify Store und ich kann ja quasi den Printful Store, den ich hier baue, integrieren in meine Shopify-Seite, als wäre das ein eigener Modestore. Für den Endkunden sieht das auf jeden Fall so aus und dann kann ich da auch noch ein bisschen mehr das Game upsteppen, sage ich mal, und mich auch ein bisschen in der Marketingwelt versuchen, was eigene Verkäufe angeht. Muss nicht sein, das muss man im T-Shirt-Business nicht machen. Ist aber bestimmt eine Möglichkeit, um noch mehr Geld verdienen zu können und auch nochmal sich komplett viel professioneller aufzustellen in den ganzen Bereichen, auch im Marketing und so weiter und im E-Commerce. Dann haben wir noch, habe ich noch einen rausgesucht, das ist Designs by Humans. Das habe ich relativ spät entdeckt, muss ich zugeben, kommt aber auch immer mehr, höre ich auch immer mehr. Auch wieder hier kann man eben seine Designs hochladen, finde ich auch eine ganz coole Plattform. So, wie gesagt, es gibt noch viele, viele andere Plattformen. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber einfach mal als Inspiration, was es alles gibt. Sucht euch im Internet einfach raus, was es dort alles gibt. Ladet nicht auf allen hoch, das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt immer 20, 30 Plattformen gleichzeitig bespielt, weil hochladen hört sich immer so einfach an, aber man muss ja doch ein bisschen was tun. Man braucht Beschreibungen, allein das Hochladen dauert auch eine gewisse Zeit, gerade wenn man eine Masse hochlädt. Das heißt, konzentriert euch maximal auf, meiner Meinung nach, maximal auf 5 Plattformen, maximal, die ihr bespielen wollt. Und ich glaube, das reicht auch erstmal am Anfang. Man kann immer noch was dazu nehmen, auch wenn man vielleicht mal dann anfängt, Leute vielleicht mit einzunehmen, die das ein bisschen auch übernehmen können, solche Upload-Sachen. Aber wie gesagt, konzentriert euch erstmal auf 5. Das wird reichen. Was ihr aber immer braucht, meiner Meinung nach, beziehungsweise sowieso irgendwelche Tools, dass ihr Designs kreieren könnt. Ja, aber jetzt kommen wir mal dazu. Jetzt haben wir Plattformen. Ja, wir wissen auch, welche Plattformen wir konzentrieren müssen, nämlich Amazon. Wir wissen, dass wir recyceln müssen unsere Designs, unseren Content und auf verschiedenen Plattformen immer wieder hochladen müssen. Das ist super. Aber wie kreieren wir jetzt selber unsere T-Shirts? Ja, und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir an Designs kommen. Entweder, wie ich gerade sagte, selber Design oder eben outsourcen. Ja. Da komme ich gleich zu. Was wir aber immer brauchen, in jedem Fall, ist eben die Möglichkeit, irgendwie unsere Designs wenigstens mal noch zu bearbeiten oder zu exportieren und so weiter. Das heißt also, wir müssen uns, und da kommen wir eigentlich nicht drum rum, meiner Meinung nach, wenn wir uns im T-Shirt-Business tummeln, mit Photoshop auskennen, ja. Adobe Photoshop und ein paar andere Programme, die in dem Bereich dann noch eine Rolle spielen, wenn es auch um Vektordateidesign und sowas geht, sind sehr, sehr wichtig. Wir müssen das einfach in irgendeiner Form ein bisschen können. Das ist auch nicht unbedingt ein Hexenwerk. Wir müssen dieses Programm nicht bis in die tiefsten Tiefen verstehen, sondern wir müssen einfach ein paar Basics können und dann haben wir auch guten Erfolg bei dem ganzen T-Shirt-Business. Aber meiner Meinung nach essentiell, dass wir das Ganze beherrschen. So, und jetzt gehen wir erstmal darauf, wie wir Vektoren finden können, ja, also wie wir generell irgendwie an Designs kommen. Wie können wir an Designideen oder an Designelemente bekommen, wenn wir selber unsere T-Shirts designen wollen? Man wird ja wahrscheinlich erstmal damit anfangen, dass man eigene Designs kreiert, und Outsourcing und so weiter. Das gucken wir uns auch gleich noch an, aber das folgt ja meistens später. Ja, die erste Plattform, die ich hier empfehlen könnte, wäre Freepik. Ja. Da kannst du dir für einen wirklich günstigen Preis, ich glaube, das sind irgendwie knapp 8 € im Monat oder sowas, kannst du dir das Ganze abonnieren und dann kannst du da wirklich drauf zugreifen. Hier siehst du es, monatliches Premium mit 10 € mittlerweile. Ja. Wenn du es jährlich boost, ist es ein bisschen weniger. Mein Tipp wäre hier einfach, hol dir einmal einen Monat lang Freepik, hol dir die besten Designs, mach halt einen Monat mal richtig durchpowern, dann hast du wirklich für mehrere Wochen, Monate, hunderte T-Shirt-Design-Ideen und Vektoren eben dafür, dass du da eben ganz viel designen kannst. Du kannst dir eben dann die Sachen finden, indem du zum Beispiel, wie ich es jetzt gemacht habe, hier Doc eingibst und dann eben hier filterst nach Vektoren. Und dann siehst du eben hier, was hier so kommt. Und dann kannst du dir die Sachen eben runterladen. Wie gesagt, hol dir den Premium-Account. Copyright immer beachten, das ist ganz wichtig. Sonst bekommt ihr Schwierigkeiten. Also nicht einfach hier irgendwas runterladen und nutzen, das geht nicht. Aber ladet euch das runter. Bitte auch nochmal in den AGBs und den Nutzungsbedingungen immer gucken, was ihr machen dürft und was ihr nicht machen dürft. Das ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ich darf da sowieso keine Aussagen zu treffen ohne Gewähr. Das müsst ihr euch selber angucken. Ist jetzt aber auch nicht so, dass das unglaublich komplex wäre. Schaut da einfach nur nach, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr könnt also jetzt hier einfach solche Vektordateien rausnehmen, solche Bundles am besten auch. Und dann könnt ihr die unterschiedlichsten Designs damit kreieren und wirklich viele, viele, viele Designs auf einmal eben kreieren. Und nach bekommt ihr da eben auch Übung. Und dann wird das auch immer schneller, der Prozess.
Hier wäre jetzt zum Beispiel The Fancy Deal, habe ich mal noch aufgerufen. Da gibt es eben auch so T-Shirt-Design-Bundles, ja, von einmal Betrag, der auch ein bisschen höher ist manchmal. Aber hier sieht man eben 100 T-Shirt-Designs im Retro-Style in dem Beispiel jetzt. Die kann man sich dann eben holen für einmalig $34. Ich finde, das ist nicht unfair. Und wenn man da eben da sich die 100 Designs holt, die hochlädt, die noch ein bisschen verändert und so weiter, dann hat man sehr, sehr viele Designs, die man hochladen konnte. Und dafür ist der Preis absolut in Ordnung. Ja, eine der bekanntesten und größten Plattformen, aber auch eine der teuersten Plattformen, ich habe sie ja mit reingenommen, das wäre Shutterstock. In Shutterstock könnt ihr eben auch hier unter Bildern nach Vektorgrafiken dann eben sortieren. Und auch hier habe ich jetzt zum Beispiel mal den Doc eingegeben. Und auch hier könnt ihr dann eben öfter mal auch ein paar komplexere Designs finden, auch komplexere Vektorgrafiken, wie er jetzt hier zum Beispiel oder das hier, was ins Auge sticht. Sowas selber zu designen ist gar nicht so einfach. Und sich sowas hier mal professionell zu holen, kann auch Sinn machen, wenn man sehr tief auch in einer Nische vor allem drin ist, wie jetzt zum Beispiel Hunde. Ist teuer, ja. Wir wissen, bei Shutterstock gibt es ja diese Lizenzsachen, die man pro Bild zahlen muss, im Bundle meistens so 5 Lizenzen insgesamt. Und das ist nicht günstig, also macht das nicht unbedingt direkt am Anfang, aber es lohnt sich bestimmt mal so ein komplexeres Design hier auszuprobieren, weil das sind auch schon ganz hochwertige und anspruchsvolle, schöne Dinge. So, das wären jetzt einfach mal so drei Plattformen, die ich mal zur Inspiration reingestellt habe, wo man sich eben Vektorgrafiken raussuchen kann, Bilder raussuchen kann, um dann damit T-Shirt-Designs zu kreieren. Jetzt wollen wir uns nochmal um den Bereich kümmern, Outsourcing, ja? Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir nicht selber alles designen wollen, dass wir eben auch andere damit beauftragen und bezahlen dafür, dass sie uns T-Shirt-Designs eben designen, anfertigen und zur Verfügung stellen. Und das ist sowieso auch einer der größten Punkte, wie du 2021 wirklich erfolgreich bist, nämlich mit Masse. Ja, du musst viel hochladen, auch viel qualitativ hochwertiges hochladen, weil es gibt viele Designer mittlerweile. Das heißt, du musst deine Qualität abheben und du musst wirklich viel machen und viel Gutes. Und meiner Meinung nach kommst du, um wirklich erfolgreich zu sein mittlerweile, nicht mehr darum rum, das irgendwann outzusourcen. Ja, außer du machst das hauptberuflich, aber das ist in der Regel meistens nicht der Fall. Das heißt also für mich, ab irgendeinem Punkt, sowieso später, wenn du es professionell machen willst und wirklich upsteppen möchtest und wirklich skalieren möchtest und immer, immer mehr produzieren möchtest an T-Shirt-Designs, an irgendeinem Punkt wirst du mit jemandem arbeiten müssen, noch mit mehreren Leuten arbeiten müssen, Freelancer, wie auch immer, Digital Assistants und so weiter, die dir das Ganze skalieren. Und nur wenn du das im Kopf hast, wenn du das als Unternehmung planst, ja, so wirklich als Unternehmen planst und nicht nur als Nebenprojekt, dann kannst du damit noch erfolgreich sein, meiner Meinung nach. Es reicht nicht mehr, abends nur noch 1, 2 Stunden nach der Arbeit sich damit zu beschäftigen und mal so ein paar 10 Designs am Tag hochzuladen. Wenn du das ein paar Jahre über machst, wirst du vielleicht ein paar 100 € verdienen im Monat. Aber wenn wir das wirklich gut machen wollen, wenn wir da wirklich eine große Einkommensquelle daraus generieren möchten, dann müssen wir das wirklich ernsthaft als Unternehmen betrachten. Dann müssen wir sagen, okay, wir müssen sehr viel produzieren, wir müssen sehr viel arbeiten, wir müssen sehr fleißig sein und wir müssen auch eben Skalierungs- und Outsourcing-Faktoren eben auch mit einbeziehen. Das heißt, wir brauchen einfach schlichtweg andere Leute, die uns helfen. Wo finden wir diese Leute? Zum Beispiel eben auf Fiverr.com. Wäre jetzt nicht meine präferierte Plattform, da gibt es bessere, weil vor Fiverr T-Shirt-Designs eigentlich relativ teuer sind. Einfach hier mal nach T-Shirt-Designer gucken, da findet man Hunderte. Hier natürlich auch schön, wir müssen hier nicht irgendwie, wenn wir jetzt nicht gerade Sprüche und sowas machen, dann müssen wir eigentlich auch nur im deutschen Markt gucken. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, international uns die Designer zu holen, die wir möchten. Eine bessere Plattform meiner Erfahrung nach, die auch ein bisschen günstiger ist, ist Upwork. Hier kannst du eben genauso wie Fiverr als Freelancing-Plattform nutzen. Und meistens hier etwas günstigere T-Shirt-Designer finden, musst du halt immer ein bisschen aufpassen. Ich werde zu der Plattform auch nochmal ein Video machen, dass du eben auch Leute findest, die gute Rezensionen haben, die gut bewertet worden sind. Da gibt es ein paar Indikatoren, aber das findet man auch gut raus. Wie gesagt, ich mache dazu ein Video und ja, hier kannst du eben gute T-Shirt-Designer finden. Eine sehr bekannte Plattform, früher so ein Geheimtipp, mittlerweile ist es keiner mehr, ist onlinejobs.ph. Das ist eine philippinische Plattform, wo die Leute eben auf den Philippinen ihre Dienstleistung anbieten. Das ist in der Regel eigentlich immer irgendwas mit Design. Und die haben halt sehr, sehr günstige Preise. Ja, das ist natürlich im Vergleich zu Dollar oder Euro, zu deren Währung, ist es halt was ganz anderes. Ja, wenn wir 450 € Kräfte hier in Deutschland betrachten, dann ist das nicht viel Geld. Wenn man das umrechnet, 450 € in den Philippinen, dann lebst du da sehr gut mit. Sehr, sehr gut mit im Monat.
Und ja, also deswegen hier kannst du dir tolle Designer, die auch sehr fleißig und zuverlässig sind, holen. Das mit der Kommunikation über Englisch überhaupt kein Problem. Da sind auch wirklich nette Leute dabei, die sind auch sehr, die haben auch ein sehr Höflichkeitsverständnis, also anders als in Deutschland. Also die kommen dir sehr zuvor, die sind sehr nett, mit denen kannst du gut kommunizieren und so weiter. Also eine tolle Plattform, wo du auch mit geringem Budget gut outsourcen kannst und viele Designs in Auftrag geben kannst. Und wie gesagt, das ist um 2021 und darüber hinaus relevant erfolgreich zu sein im T-Shirt-Business und wirklich Geld zu verdienen und nicht nur so ein paar Kröten nebenbei im Monat. Dann musst du früher oder später outsourcen und vielleicht dann auch mal in Digital Assistants investieren, die zum Beispiel den Uploading-Prozess übernehmen. Da gibt es auch Software, wo es automatisiert werden kann. Kann ich auch gerne mal alles in einem späteren Video behandeln. Hier habe ich jetzt noch eine Plattform hingebracht, die ich ganz interessant finde. Das wäre jetzt, wenn nochmal, wenn du sagst, okay, ich möchte erstmal anfangen damit selber T-Shirt-Designs zu produzieren und ich möchte aber weder investieren in Vorlagen, also in Vektoren oder Bilder, noch ins Outsourcing generell. Natürlich kannst du auch komplett selber designen. Ja, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, weil das ist für mich eher eine Hobbyauslebung als ein Unternehmen. Aber natürlich kannst du auch eigene Designs zeichnen und dann eben auf T-Shirts packen. Und du kannst über so ein Programm hier wie eben Affinity Designer kannst du eben eigene Vektoren kreieren, ja. Kannst du natürlich auch im Photoshop und Adobe-Programm generell. Aber hier kannst du noch ein bisschen einfacher machen. Ich wollte es dir einfach mal gezeigt haben, wenn du diesen ganz organischen kleinen Weg gehen willst, um vielleicht erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen oder das Ganze und zu üben, okay, nutzt das. Aber wie gesagt, ich würde möglichst schnell gucken, dass ich mir wenigstens mal so Design-Bundles hole, um möglichst viele Designs eben hochzuladen. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch ein Tool empfehlen, und zwar ist das Flying Research. Wenn du wissen willst, welche Produkte gut funktionieren auf Amazon und generell im Print-on-Demand-Bereich, also welche Designs sich gut verkaufen, dann nutzt dieses Tool. Weil dieses Tool zeigt dir eben so ein bisschen hier, wir sehen es hier in den Screenshots, Bestsellers zeigt sie an, ja, welche Designs verkaufen sich auf welchen Plattformen richtig gut. Ja, da ist auch eben vor allem Amazon dabei, was so wertvoll ist fürs Print on Demand. Hier kannst du dir die Bestseller auf MBA mit angucken. Hier eben Inspired im Bereich POD, also die Plattform, diese Software ist echt dafür gemacht, dass du dir hier auch Inspiration holen kannst, welche Designs gut laufen, welche trenden und welche sich verkaufen gut und so weiter. Also für das Print on Demand Ding unglaublich gut, und das wäre auch wirklich noch so mein letzter Tipp. Höre bei den Designs nicht nur auf deinen inneren kreativen Virtuosen und nicht nur auf dein Bauchgefühl, sondern geh auch einfach ein bisschen analytischer ran. Guck wirklich mit solchen Softwareplattformen wie hier jetzt zum Beispiel Flying Research, dass du weißt, was verkauft sich, und dass du mit einem gewissen, auch hier wieder unternehmerischen Mindset rangehst und sagst, okay, ich gucke jetzt Kosten-Nutzen-Faktor an, ich gehe jetzt eher lieber in eine Zielgruppenanalyse, in eine Bestseller-Analyse hier in dem Fall rein und schau, was kaufen die Leute gerne. Und natürlich kannst du immer wieder auch nochmal die Ideen, die schnell kommen, dein Bauchgefühl noch folgen, das ist keine Frage. Aber guck, dass du dir auch manchmal einfach ein bisschen analytischer rangehst und einfach guckst, was funktioniert. Die Software kostet natürlich auch ein bisschen was, das kannst du dir mal schon anschauen. Was gerade schön ist, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, gibt es eine kostenlose Testversion. Da kannst du den ganzen Umfang einfach mal kostenlos testen und ein Gefühl dafür kriegen, was es wirklich bedeutet, so Bestseller zu sehen, die auf Amazon und sowas verkauft werden. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du da jetzt noch schnell bist und das Video zu dem Zeitpunkt siehst, dann geh auf jeden Fall mal drauf, hol es dir kostenlos und teste das mal aus. Auch hier wieder ein bisschen ähnlich. Von mir aus mach einen Monat lang mal diese kostenlose Testphase unglaublich viel Research und speichere dir die Designs mit Screenshots ab, was auch immer. Und hast dann auch mal dann noch für ein paar Wochen und Monate für sehr, sehr viele Designs, Bestseller-Designs, und weißt auch schon ungefähr, okay, diese Designs kann ich immer wieder mal verändern und neu hochladen, und das funktioniert auf jeden Fall. Ich möchte noch einen Trick zeigen, der ein bisschen kostenloser ist. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gucken, was verkauft sich denn wirklich gut, und du willst jetzt nicht unbedingt Flying Research abonnieren und behalten, dann kannst du zum Beispiel auf Spreadshirt gehen und wie ich es immer gemacht habe, was für mich die beste Variante war, ich kann jetzt hier auch zum Beispiel einfach mal Hunde eingeben, und was dann eben passiert, wenn ich einfach nur so einen breiten Begriff eingebe, dann zeigt es mir hier einerseits die ganzen Hunde an, aber hier, das interessiert mich eigentlich hier eher bei den Breadcrumbs, wo wir dann sagen, okay, die gehen nämlich direkt von Home shoppen und dann nicht direkt auf Hunde, sondern auf Bestseller. Und wenn ich jetzt hier auf Bestseller draufklicke,
dann sehe ich jetzt schon die Bestseller, die in diesen Bereichen eben drin sind. Ja, nicht nur im Hundebereich jetzt, sondern generell die Bestseller von Spreadshirt. Ja, das heißt, ich kann hier sehen von Spreadshirt.de, wichtig, .com, aber von Spreadshirt.de sehe ich gerade die Bestseller der gesamten Plattform. Und das finde ich ist ein ganz cooler Ansatz, um da auch nochmal eben Inspiration sich zu holen, was möglich ist. Und wenn ich es gerade sehe, wie nochmal der Disclaimer zum Schluss, achtet immer auf Copyright, denn so etwas hier zu verkaufen, ohne die Rechte zu haben, mit einem Logo und einem Brand, das es offensichtlich erfolgreich ist und das es gibt und das man kennt und wo die Rechte woanders liegen, das kostet dich richtig Schweinegeld bei einer Abmahnung. Die Abmahnung wird auch kommen, deswegen sowas lässt du bitte. Ansonsten, wenn du diese Tipps befolgst, die ich dir jetzt gezeigt habe, ja, wie gesagt, Amazon präferieren, das Ganze wie ein Unternehmen ansehen, trotzdem auf Masse gehen bei den anderen Plattformen und deinen Content recyceln, aber später wirklich gucken, dass du so früh wie möglich auch ins Outsourcing kommst, dein Team erweiterst, deine Schlagzahl an Designs erhöhst und wenn du dann eben noch ein bisschen analytisch eben auch rangehst, wieder unternehmerisch denkst und guckst, wo auch welche guten Designs es gibt, die dir auch garantiert Erfolg bringen werden, weil die Leute es einfach gerade kaufen wollen, dann wirst du auch 2021 und darüber hinaus Erfolg haben mit deinem T-Shirt-Business. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, gerne in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat und du was mitnehmen konntest, dann like das Video und ich würde mich natürlich über ein Abo gerne freuen, denn da kommen noch mehr Videos zu den ganzen Themen, auch zu den einzelnen Plattformen, die ich gezeigt habe. Und das bringt dir bestimmt auch noch sehr viel. Gut, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.